Was im jeden Fall wird mein 14-jähriger Ich sagen, ist, mach nicht 7 Tage in der Woche Sport wie ein Vollblutsportler. Deine Gelenke tut das auf die Dauer nicht sehr gut. Sehr gut. Ein bisschen weniger ist mehr. Mein Name ist Rico Amann. Ich arbeite in der Mikrogruppe Basel als Fachleiter im MPAC Dreispitz bei der Melectronics. Täglich Weihnachten zu haben, indem man neue Päckchen aufmachen, Neuheiten dürfen erleben, sich je nachdem sogar kann testen. Eigentlich quasi, bis will ich auch an der Quelle sein, als medienbegeisterter Technikliebhaber. Eben Einschränkung, ich tue es gerne anders formulieren. Es ist eher ein Prozess, der sich wandeln tut in der heutigen Medienlandschaft. Nehmen wir als Beispiel jetzt den Online-Shop führen, wo ein Produkt präsentiert ist, das wir vielleicht hier nicht im Lager haben. Ich würde es gerne präsentieren und dem Kunden direkt live vorführen, was halt dort nicht die Möglichkeit ist. Bestellen können wir es, wir können es im Heim liefern, aber wir können es leider nicht immer an Lager, was man könnte zeigen. Das sind eher die Parts, wo man muss lernen, ein bisschen damit umzugehen, ein bisschen schaukeln, dass sich hier der Markt immer wieder in einem Wandel befinden tut. Die Mikrogruppe Basel ist unterteilt. Supermarkt, Fachmarkt. Wir haben Sportix und Mikasa wie auch Melectronics, die als Fachmarkt gelten. Gleichzeitig haben wir die Lebensmittel unten mit Gourmessa, wo man direkt Verpflegungen bekommt, plus auch eine Blumenabteilung drin hat. Dementsprechend grob viel gefächert. Ich bin als Fachleiter und Lehrlingsbetreuer in der M-Electronics tätig. Meine Aufgaben in erster Linie sind ganz klar Kundenbedürfnisse zufriedenzustellen. Sprich, schauen, dass wir etwa an Lager haben, das richtige Produkt zu finden für einen Kunden, herauszufinden, wo die Bedürfnisse sind, in einer kleinen, gezielten Frageform. Sie haben ganz klar ihre Vorstellungen, was sie wollen. Dementsprechend müssen wir schauen, dass wir diese Produkte können auftreiben für sie. Gleichzeitig aber auch eben die Lehrlingsbetreuung, die anfallen tut, sprich Praxis, das Verkaufsgespräch eben mit den Dokumentationen, die sie mir in der Arbeit anschauen, das Bewirtschaften, aber wiederum auch vom Sortiment von der Fotoabteilung, wie auch von den Handys. Es sind viele Facetten, die hier in den Raum reinkommen. Wie Tag fängt an, indem ich den Wareneingang grundsätzlich bearbeite. Kunden, die reinkommen, gleich am Morgen früh Bedürfnisse anschauen, was sie haben, war für Räume, Neuheiten ausstellen, präsentieren, Aussteller putzen, der Part, der ganz wichtig ist. Variiert immer, wie viel Frequenz um den Weg ist, auch ein Stück weit. Zum Teil haben wir mehr Frequenz, zum Teil weniger, was dann auch je nachdem dafür oben kann beeinflussen oder nicht beeinflussen. Das ist so ein bisschen der zusammenfasste Tag. Abgeschlossen habe ich ganz normal die 4 Jahre Primarschule plus die 5 obligatorischen Schuljahre weiterhin über einen Vorkurs ins Autogewerbe als Automonteur 3 Jahre ausgebildet. Dann quer eingestiegen in den Detailhandel, zuerst temporär bis auf Vollzeit raus in der Unterhaltungselektronik, über Spielwaren wieder auf Unterhaltungselektronik. Seit 2011 tätig als Allrounder in der Melectronics. Seit 2012 Fachleiter in der Melectronics für Handy und für Fotoapparate. Sicherlich mit dem direkten Weg mit der Ausbildung zum Detailhandelsfachmann kommt man auch ein bisschen direkter und schneller dran und muss nicht einfach noch 10 Jahre Erfahrung sammeln als Quereinsteiger. Was es auf jeden Fall braucht, ist eine Struktur zu haben als Fachleiter. Klare Selbstständigkeit, Geduld auch in diversen Punkten, die man mitbringen muss. Das sind auf jeden Fall so wesentliche Facetten, die es benötigt.